Hallo Freunde, willkommen zur ersten Folge des Train Simulator 2014. Wir fahren heute direkt die Strecke von Hannover nach Hamburg, beziehungsweise einen Teil davon, denn diese Folgen werden natürlich nicht komplett die ganze Strecke sein, sondern immer nur ein Abschnitt. Das kennt ihr ja aus dem Train Simulator 2013. Und heute ist es soweit, wir fahren eben mit einem ICET, der ist gerade veröffentlicht worden, der Zug. Und ich dachte mir, den muss ich euch natürlich direkt vorstellen. Wir spielen auf den höchsten Grafikeinstellungen, wie man sieht hier. Es ist wirklich ein sehr hübsches Spiel. Es ist tagsüber, die Sonne scheint und hier sitzen wir im Cockpit des Zuges. Und kann man denn, wir gucken uns das Ganze erstmal an. Ja, erinnert sehr an den ICE3, aber ist vermutlich auch in der Realität so. Die Fahrgastansicht wurde überarbeitet, okay, die sieht schon viel cooler aus. Es ist der erste Zug mit Neigetechnik, also der erste ICE in dem Train Simulator, so wie ich das verstanden habe. Und neben uns steht ein ICE2 oder ICE1, ich weiß gar nicht. Aber wir haben noch ein rotes Signal, wir dürfen nicht fahren, wird verweigert, also wir müssen weiterhin warten. Wir können ja schon mal alles einstellen. Ja. Wir fahren heute nach Ulzen, also so lautet der Plan, aber wir fahren natürlich jetzt nicht die ganze Strecke ab. Es ist bewölkt, würde ich einfach mal sagen. Kein Hammerwetter. So, ja, wie gesagt, wir müssen warten. Wir können mal sehen, was wir hier alles... Signalhorn, Desklight, Sandstreuer, Caplight, Scheibenwischer. Haben wir immer noch rot? Ja. Sicherheitsfahrschalter gibt es natürlich hier auch. Wir können die Geschwindigkeit regeln, wie immer. Die Vorwahl gibt es auch. Also alles wie immer. Die Notbremse natürlich. Kann man die... Nee, das kann man nicht auch machen. Natürlich ist die Frage, wo wir drauf warten. Warum wir kein grünes Signal kriegen. Dann gebe... Aufgabenliste. Wo ist denn unser Zug? Hier steht unser Zug. Okay, die Weichen sind alle eingestellt. Da kommt gerade ein Zug reingefahren. Vermutlich müssen wir deswegen warten. Der ICE 2 nach... Oder ICE 2 Kassel. Wo ist er denn? Auf der anderen Seite vermutlich. Da kommt er. Ist auch ein ICET. Findet ihr den ICET oder den ICE 3 besser? Würde mich mal interessieren. Also jetzt nicht im Spiel, sondern generell allgemein so in der Realität. Würde mich echt mal interessieren. So, jetzt warten wir noch ganz kurz. Nochmal die Passagieransicht für euch. Da kommt er. Wir sind hier gerade am Hannover Hauptbahnhof übrigens. Der weiter? Ja, der hält. Okay, dann dürfen wir gleich ein grünes Signal kriegen. Ah, jetzt. 40 dürfen wir fahren. Okay, alles ist eingestellt. Bremse lösen. Na, Emi. So. AFB. AFB. Nee. Wie gesagt, das Sounddesign stammt vom ICE3. Aber wie ich schon mal sagte, da tun die Entwickler sich wirklich keinen Gefallen mit. So, könnt ihr auch den Zug bei der Abfahrt bestaunen. Ich finde, der Train Simulator ist einer der wenigen Simulationen, die wirklich sehr realistisch aussehen und technisch auch sehr gut programmiert sind. So. Hier sitzen wir im Fahrgastraum. Aber wir müssen jetzt natürlich vorne im Cockpit sitzen bleiben, damit wir alles schön überwachen können. Hier ist weiterhin 40 angesagt. Gleich dürfen wir 110 fahren.
Wie findet ihr das Zugmodell? Würde mich auch mal echt interessieren. So. Jetzt müssen wir gleich angezeigt bekommen, dass wir hier 110 fahren dürfen. Okay. Jetzt sind 110 erlaubt, alles klar. Teilen wir das mal dem ICE schön mit. So. Der Pegel der Geschwindigkeit ist auf 44. Ich finde, man sitzt aber ein wenig höher hier. Warte mal, kann man denn... Nee, man kann hier im Cab wirklich nichts... Man kann sich nicht anders irgendwie... Nee, ist egal. Wir werden langsam schneller. Der Zug fährt übrigens nonstop zu der Station, wo wir hinfahren müssen. Da fahren wir jetzt nicht komplett hin, das wären 40 Minuten. Ist jetzt halt hier so als Einstieg für das Let's Play. Ich kann euch nicht sagen, wie oft jetzt ein Train Simulator Let's Play kommen wird. Es ist je nachdem, also es ist unregelmäßig, so viel sei gesagt. Also jetzt nicht erwarten, dass da täglich eine Folge rauskommt, aber das geht natürlich weiter. Vielleicht einmal in der Woche oder sowas, je nachdem. Oder wenn es gerade einen neuen Zug gibt oder wenn ich etwas vorstellen möchte, können wir ja gerne machen. So. Ah, wie schön sich der Zug hier in die Kurve legt. Kann man mal hier vorne sehen. Cool. Da steht ein IC-Anhänger. Ist wie gesagt eine Aufgabe, die ich hier. Ihr könnt natürlich auch die freie. Warte mal ganz kurz hier. So. Ihr könnt natürlich auch die freie Aufgabe machen, beziehungsweise selber euch eine Strecke zusammenstellen. Also wie ihr die Züge hinstellt und welche Züge ihr hier fahren lasst und so weiter. Könnt ihr alles auch selber natürlich einstellen. Das ermöglicht euch der Train Simulator 2014. Ihr seid praktisch nicht an Aufgaben gebunden. Und so mache ich das immer. Also wenn ich das hier spiele, dann. Ist es so, dass ich mir die Aufgaben immer selber stelle, also freie Streckenwahl praktisch. Aber Hamburg-Hannover ist wirklich eine schöne Strecke, wobei meine Lieblingsstrecke natürlich als Kölner Köln-Düsseldorf ist, wobei ich hätte mir echt eine, ja ab und zu, ihr merkt, ruckelt es ein wenig, das liegt daran, dass das Ganze ein bisschen nachladen muss, aber wenn man jetzt natürlich nicht aufnimmt auf Ultra, dann geht das Ganze, klar, ja, also das ist natürlich jetzt, oh. Boah, wie die sich in die Kurve legen, das sieht ja echt heftig aus. Ich bin noch nie... Bin ich schon mal mit dem ICET gefahren? Nee, bin ich noch nie. Seid ihr schon mal damit gefahren? Bestimmt einige von euch. So. Das gleiche ist der Streckenabschnitt ab 160 erlaubt. Können wir mal ein bisschen Gas geben. Hier eine Station für einen RE. Oder RB, je nachdem. So, 160 sind erlaubt. Also, wie gesagt, manchmal, seht ihr, jetzt läuft es wieder flüssig, manchmal muss es nachladen. Nimmt dem Spiel nicht so übel. Oh, ich muss mal ganz kurz... Ach, 160 ist sogar eingestellt, perfekt. So. Unser Zug beschleunigt. Stundenkilometer fahren wir gerade. Ich habe jetzt mal eingestellt, dass wir die Beschleunigung ein bisschen verschnellern. Ich würde mir für den Train Simulator wirklich auch mal so eine Strecke für eine Straßenbahn oder U-Bahn wünschen, also dass die Entwickler nicht nur Zugstrecken raushauen. Also so offiziell als Add-on. Das gibt's echt nicht. Das wäre mal was Schönes. Naja, beim Train Simulator 2000, was war das? Der erste Train Simulator, da gab es ja sowas en masse. Da haben ja Leute sogar Köln halb nachgebaut und so. Also richtig krass. Linie 5, glaube ich, und Linie 17 oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Aber immer wenn ich den Train Simulator spiele, habe ich so ein bisschen Fernweh. Da würde ich auch gerne irgendwo hinfahren. Oder Flugsimulator ist das auch. Wobei der Flugsimulator technisch nicht so gut ist wie der Train Simulator, finde ich. Also der Train Simulator stürzt nie ab oder sowas. Das, also bei mir zumindest nicht. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Oh, jetzt brettern wir hier durch so einen Bahnhof. Zack, 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 zack. Was ist denn das hier für ein Bahnhof? Langenhagen Mitte, okay. Da kommt ein Güterzug. Ist hier auch ein Abschnitt, wo wir ein bisschen schneller fahren können? Über 200? Ich glaube schon. Hier in der Nähe ist übrigens der hannoversche Flughafen. Ich glaube, es gleich müsste irgendwo links eine Abfahrt kommen. Ja, hier, wenn ihr links fahren würdet, kommt ihr zum Flughafen, glaube ich. Doch, doch, ist richtig. Gibt es hier auch im Spiel. Also ihr könnt da mit dem RB oder RE, nachdem, wenn ihr das Zugmodell habt, hinfahren. Oh, habt ihr gesehen? Da hat man kurz einen Nachlader. Ja, manchmal, ne, da kann man echt nichts machen. Mein Tipp an euch ist wirklich, den Train Simulator auf eine SSD zu installieren. Also eine SSD-Festplatte, dann habt ihr sowas nicht. Das muss ich auch noch machen. Dann lädt auch im Hintergrund nichts mehr nach und so. Also alles ploppt sofort schnell auf, weil eine SSD hat halt eine schnellere Datenübertragung.